Das wird ein kurzes Loadout-Video von meiner Urlaubstooltasche. Ja. Benutzt habe ich die Helicontex Bandicoot, ja, weil sie sehr viel Platz liefert und man muss sie ja nicht zwingend als Bauchtasche tragen, beziehungsweise als Umhängetasche, als Wunschlinger oder so, sondern man kann das auch hier hinten schön drin verstecken. Ja. Dafür gibt es hier solche Einschübe und dann funktioniert das Ganze auch als Tasche. Ja, vorab die hinteren Reißverschluss, da hatte ich nichts drin. Und hier vorne im vorderen Reißverschluss war ein kleines Fixed drin. Ja, das ist hier von Messerfieber, das Mini-Mic Bushcrafter oder wie das hieß. Klasse Messer für kleinere Aufgaben wäre das bereit gewesen, ja. Aber kommen wir zum Hauptfach und das ist auch das Kernfach hier. Ja, was sehen wir? Erstmal ganz viel Zeug sehen wir. Und das nehmen wir jetzt mal Stück für Stück auseinander. Was haben wir hier? Eine O-Bulb, davon waren ursprünglich mal zwei hier drin, eine ist schon rausgekommen. Licht ist immer sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und deswegen war das auch wichtig, dass hier wirklich viele Lichtoptionen auch vorhanden waren. Und diese O-Bulbs hier sind eben tolle Lichtoptionen, wenn man sich zu Hause im Hotel, im Zelt, im Camper oder sonst was befindet, dass man einfach genug Licht verstreut hat dort, dass man eben nachts, wenn man die Umgebung nicht kennt, dass man hier eben auch die Möglichkeit hat, entweder das als Nachtlicht anzulassen oder eben, wenn man es benötigt, dass man das eben in der Nähe hat und es geht eben wunderbar an und aus und man kann es hinstellen und es leuchtet einfach nur. Super Sache, deswegen Obalb war sehr wichtig. Dann hatte ich hier so eine Schnapsidee zu sagen. Ich nehme mir hier so ein Rescue Knife von Mora. Genau, von Mora mit. Und damit mache ich alles. Ja, Schneidaufgaben und so weiter. Habe aber festgestellt, dass das nicht gut schneidet. Dachte wegen den Serrations, das wäre alles kein Thema und so weiter, aber im Endeffekt war es so, wir haben hier so eine Art Scandi drauf und dann kommen die Serrations und doch noch eine relativ dicke Klingendicke hier, gefällt mir gar nicht. Performance wirklich komplett daneben, war ein Fehlgriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was gut an diesem Messer ist, ist der Griff, der liegt mir sehr gut, ja, volle Punktzahl, kein Thema, der Griff ist super. Aber wie gesagt, das Schneidverhalten, das ist doch dolle ausbaufähig. Damit kann man gar nichts wirklich sehr geschickt schneiden, weil das Schneidgut immer gleich auseinanderbricht und sich in alle Ecken verstreut. Ja, taugt wie gesagt nichts, dazu bräuchte man eine dünnere Klinge. Trotzdem ist der Griff gut. Und mal gucken, dass ich mir von Mora mal was anderes besorge mit dem gleichen Griff, eine dünnere Klinge. Da gab es was, ich glaube, so im Bereich Angeln, Fischmesser oder so etwas, da gab es was. Das muss ich mir mal angucken. Da hätte man dann auch noch eine geschickte Spitze, weil dieses Rescue Knife hat natürlich hier keine Spitze und ja, bringt eben auch seine Nachteile dann mit, dass man eben das zum Arbeiten nicht hat. Nichtsdestotrotz, das war meine Idee wert, zu sagen, komm, ich starte mal mit so einem Rescue Knife. Hier unten liegt ein bisschen Paracord, immer ganz wichtig, finde ich, mit am Start zu haben. Das Paracord und dann hier noch meine Werkzeugkiste. Habe ich Gott sei Dank nicht benötigt, aber man hat hier mit diesem Victorinox Swiss Tool eben alles am Start. Hatte ich auch noch mal vorgestellt. Vielleicht kann ich das mal verlinken. Plus die Ratschen-Option, Weinflaschenöffner. Alles super hier. Ja, da wusste ich einfach, wenn ich das dabei habe, habe ich genug Werkzeug mit, um quasi in allen Situationen irgendwas reparieren zu können, was ich reparieren muss. Ja, die Tasche ist dann auch schon ziemlich leer, aber ihr seht, was man hier vom Volumen her doch reinbekommt in die Tasche. Das ist schon wahnsinnig. Also so als wirklich als Tasche bin ich überzeugt. Als Bauchtasche hat sie mich ja in letzter Zeit nicht mehr so überzeugt. Wenn man wenig mitschleppt, ist das einfach zu viel. Ja, das baut zu dick auf, ja, das ist einfach zu viel und die Sachen fliegen dann hin und her. Aber wenn man es gut gefüllt bekommt, dann ist es in Ordnung. Das könnte auch für einen längeren Waldspaziergang hier ganz gut dienen, wenn man viele Sachen mitschleppt. Da kriegt man wirklich einiges rein in die Tasche. Ja, gucken wir nochmal rein. Was habe ich hier weiter? Hier vorne in der Tasche, da war eine AAA-Batterie drin. Das war für die Lampe, die ist aber mittlerweile schon raus. Dann habe ich hier einen Victorinox Rambler.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Gegenstand in meinen Augen, weil ich eben hier alles an Werkzeugen, gerade an Nagelwerkzeugen drin habe, plus Pinzette, Zahnstocher. Damit ist man wirklich safe, dass man wirklich alles dabei hat. Das sind eben auch Sachen, die haben mir gefehlt, wie eine kleine Schere, eine vernünftige Nagelfeile und auch Zahnstocher, Pinzette ist ja hier nicht dabei. Daher war das nochmal eine Ergänzung zu dem und das hat sich super ergänzt. Ja, nichts da. Dann eine etwas kräftigere Lampe, dennoch sehr kompakt zum Mitnehmen. Das ist die SR1 Batem 1, müsste das sein, genau. Dass man mal ein bisschen mehr Licht hat. Also die geht ja bis 1000 Lumen rauf, wenn man das benötigt. Ja, wenn man was sucht oder wirklich mal eine Reparatur oder sonst was machen muss im Dunkeln von irgendetwas, dass man genug Licht dabei hat. Feuerzeug, ja, brauche ich nicht zu sagen, kann man immer gut gebrauchen. Eine kleine flache Lampe oder eine kleine dünne Lampe, eben auch noch ganz gut, gerade wenn man mit mehreren unterwegs ist, dass man das auch so ein bisschen verteilen kann. Jeder kriegt eine Lampe, dass keiner fällt, beim Waldspaziergang im Dunkeln, Nachtwanderung etc., dass man einfach genug Licht dabei hat. Und da taugt die natürlich auch. Und lasst mich kurz spicken, hier haben wir die Modellbezeichnung dafür, das ist die i3T EOS. Super Lampe, volle Empfehlung von mir. Kann man mega gebrauchen. Ja, zum Messer scharf halten habe ich dann hier vom Reini Rossmann hier das Tool mit, was ich erst vorgestellt habe. Ja, kann ich euch auch noch mal verlinken, das Video. Klasse Sache, hat wirklich seinen Dienst erwiesen hier. Das kann man wirklich mega gebrauchen zum Nachschärfen vom Messer. Auch das Serrated Messer hier, das ging auch ganz gut, damit nachzuschärfen. Ja, gerade auf der Seite dann, wo nicht die Serrations sind, ja, dass man dann hier einmal kurz das Messer nachzieht und dann merkt man schon, ja, jetzt greifen sie wieder, ja, sie haben ja, legen sich ja gerne zu dieser Seite um, also nicht zu der, sondern zu dieser Seite legen sich ja gerne um und zur Not kann man hier auch noch in einen gewissen Winkel, ja, man trifft nicht ganz hier die Grube, aber zumindest die Zähne ganz gut, könnte man auch noch Zahn für Zahn zusammen also nachschleifen, nur hier vorne ist Hopfen und Malz verloren. Hier ist wirklich viel Arbeit, weil das sollte auch noch eine Schneide sein. Hier schneidet gar nichts mehr, weil wenn man damit viel auf Tellern und so weiter schneidet, ja, dann ist das so. Deswegen habe ich eigentlich Serrations mitgebracht, aber hier vorne in dem Bereich gibt es eben keine. Daher ist das so, dass man es eben jetzt schleifen muss. Trotzdem, der Schleifstein hier hat eine super Performance, hat seinen Dienst wirklich gut gemacht und daher volle Punktzahl für diesen Schleifstein. Das war's. Ja, ihr seht, hier passt viel rein. Trotzdem hat man noch ein gutes Packmaß hier beieinander. Ne? Kurz übermessen wollen. Das hat mir hier an maximaler Länge für so eine Tasche knappe 30 cm. Von der Höhe her ja, 12 bis 13. Und die maximale Tiefe kriege ich die ausgemessen. Im offenen Zustand, ja, so müsste es gehen. Auch nochmal 14 cm. Da seht ihr, wie tief diese Tasche hier werden kann. Das ist wirklich gewaltig. Ja, das wär's. Kurzes Video zu meiner Tooltasche, mein Toolkit, ja, für den Urlaub. Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.